السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Das Thema von heute ist ein sehr wichtiges Thema. Es geht um die Eigenschaften des allmächtigen Gottes. Es geht um die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Und ich denke, dass gerade für die Leute, die in der Islamschule sind, das normalerweise ein Vortrag wäre, wo man unbedingt mitschreiben muss, weil es sehr wichtig ist und dass man das wirklich verstehen muss. Und es ist schade, wenn da jemand fehlt, weil es geht um eine der Bid'a, der vielen Erneuerungen in der Religion, die die Umma gespalten hat. Und für uns als Leute, die zum Guten rufen, für uns als Leute, die den Vers عُدُّ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنَ, rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und disputiere mit ihnen auf die beste Art und Weise. Für uns muss das sehr wichtig sein, in dieser Angelegenheit das Richtige zu verstehen und die richtigen Argumente zu haben. Es geht heute vor allen Dingen um die Verse und die Hadithe, die deren offensichtliche Bedeutung, deren wörtliche Bedeutung ganz deutlich sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala über den Himmeln ist. Allah sagt in vielen Versen im Koran, sagt er zum Beispiel, الرحمن على الأرش استوى in Sure 20, Vers 5. Er sagt in Sure 6, Vers 18, und er ist der Unbezwingbare فوق عباده, über seinen Dienern. Und in Sure 16, Vers 50 sagt er, sie fürchten ihren Herrn über sich und tun, was ihnen befohlen wird. Und in Sure 15, Vers 9 sagt er, dass er Dinge herabsendet. Ja? Wahrlich, wir selbst haben die Ermahnung herabgesandt. In Sure 3, Vers 7, er ist es, der das Buch auf dich herabgesandt hat. Und dann sagt er in Bukhari Muslim, ist ein Hadith, der sagt, das ist von Abu Huraira, der sagt, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulle leylatin illa samai dunya hina ayyabqa thuluth leylil akhir. Allah kommt jede Nacht zum untersten Himmel, zum Sama'i Dunya, im letzten Drittel der Nacht, und sagt, wer wa yaqul man yad'uni fastajibu la wa man yas'aluni fa'utiya wa man yastaghfiruni fa'aghfira, und er fragt, wer macht Dua zu mir, dass ich ihm gebe, und wer fragt mich, dass ich ihm gebe, und wer bittet mich um Vergebung, dass ich ihm gebe. In Sure 35, Vers 10 sagt Allah sinngemäß, zu ihm steigt das gute Wort empor. In Sure 70, Vers 4 sagt er, die Engel und Jibril steigen zu ihm in einem Tage auf, dessen Ausmaß 50.000 Jahre beträgt. In Sure 3, Vers 55 sagt Allah, damals sprach Allah, o Jesus, ich will dich abberufen und dich zu mir emporheben. Dann gibt es verschiedene Hadithe in diesem Bereich noch. Ja, zum Beispiel in Abu Dawud, wo der Prophet Sassam sagt, der Thron ist auf dem Wasser und Allah ist über dem Thron. In Sure 20, Vers 5 sagt Allah, wie gesagt, Ar-Rahmanu al-Arsh istawa. In Sure 7, Vers 54 sagt er, seht, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf, und alsdann erhob er sich über den Thron. In Sure 10, Vers 3 sagt er, seht, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf, alsdann erhob er sich über den Thron. In Sure 13, Vers 2, Allah ist es, der die Himmel, die ihr sehen könnt, ohne Stützpfeiler emporgehoben hat. Dann hat er sich über den Thron erhoben. Er, der die Himmel, Sure 25, Vers 59, er, der die Himmel und die Erde und das, was zwischen beiden ist, in 6 Tagen erschuf, erhob sich alsdann über den Thron. Und in Sahih Muslim wird ein Hadith überliefert über eine Sklavenmädchen, die von ihrem Herrn geschlagen wurde. Als das Sklavenmädchen zu ihrem dann zum Propheten Sassam gebracht wurde, fragte er sie, Ein Allah, wo ist Allah? Daraufhin sagte sie, Fi Sama. Das steht ganz deutlich in Sahih Muslim. Ja, wir können die Hadith-Nummer, wenn jemand Fragen danach hat, können wir ihm gerne zuschicken. Fi Sama, und die Bedeutung dafür ist über den Himmel. Ja, dann fragte er sie, wer bin ich? Er sagte, du bist der Gesandte Allahs. Daraufhin sagte er, befreit sie. Das zeigt, wie viele Verse es davon in der Sunna gibt und wie viele Hadith es gibt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Und der Prophet Muhammad sallallahu sagt in einem Hadith: Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Erbarmt euch diejenigen, die auf der Erde sind, so erbarmt sich euch derjenige, der über den Himmel ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, wo jemand sagte, er dient sieben Göttern, sechs in der Erde, einer über den Himmel, dann sagte er, lasse die sechs, die auf der Erde sind, und diene nur dem einen, der über den Himmel ist. In einem Hadith im Bukhari steht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْأَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَدَبِي. Als Allah die Schöpfung erschuf, schrieb er in das Buch, وَهُوَ, dieses Buch, عِنْدَهُ, ist bei ihm, فَوْقَ الْأَرْشِ, über dem Thron. Diese Verse werden alle genannt in der Sunna. Diese Hadithe werden alle in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam genannt. Jetzt ist die Frage, wir haben diese Ayats einfach erwähnt. Wir haben diese Hadithe erstmal einfach erwähnt. Die Frage ist, wie sind diese Hadithe, diese Ayats zu verstehen? Wie sind diese Ayats und diese Hadithe zu verstehen? Und es gibt einen Vers, der Maßstab ist für alles, womit Allah sich beschreibt. Für alles, womit Allah sich beschreibt, ist dieser Vers die Grundlage. In Surah Shura, Vers 11. Allah sagt in Surah Shura, Vers 11, das ist die 42. Sura, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Allah sagt, nichts ist ihm gleich und er ist der Hörende, der Sehende. In diesem Vers erwähnt Allah ein Nafi und ein Ithbat, das heißt eine Negierung und eine Befestsetzung bzw. Bestätigung. Er sagt zunächst, nichts ist ihm gleich. Und danach sagt er, er hört und er sieht. Wir Menschen wissen, dass wir hören und sehen. Und Allah bestätigt für sich, dass er hört und dass er sieht. Die Frage ist jetzt, wie ist das Hören und Sehen? Wie deuten wir diesen Vers? Offensichtlich widerspricht sich der erste Teil des Verses mit dem zweiten. So könnte man es verstehen, aber wir wissen mit Gewissheit, dass das Wort Allahs sich nicht widerspricht, sondern wir müssen das Wort Allahs komplett nehmen. Wir müssen den ersten Teil des Verses mit dem zweiten Teil verbinden. Der erste Teil des Verses sagt, nichts ist ihm gleich. Und der zweite Teil sagt, Allah hört und sieht. Das heißt, Allah hört und sieht, aber nichts ist ihm gleich. Das heißt, das Hören von ihm, das Sehen von ihm, ist nicht zu vergleichen mit unserem Hören und Sehen. Sondern Allah hört alles. Allahs Hören ist nicht von Schallwellen abhängig. Allah sieht alles. Sein Sehen ist nicht wie bei uns von Strahlen abhängig. Sondern er sieht alles und sein Wissen umfasst alles. Sein Sehen, er sieht alles und er hört alles. Unser Hören ist begrenzt und deswegen ist sein Hören, nichts ist ihm gleich, unserem Hören nicht gleich. Sein Sehen, ist uns nicht gleich. Jedoch haben sich, wie gesagt, das ist eine wichtige Grundlage, der Vers Sure 42, Vers 11. Jedenfalls haben sich in dieser Frage der Eigenschaften Allahs, und wir reden heute speziell über den Vers, der über das Existieren Allahs über seinen Thron, offensichtliche Existieren Allahs über seinen Thron, sprich, wir reden über diese Verse,
Und wir sehen, dass es dort, es haben sich in diesen Namen und Eigenschaften bestimmte Schulen entwickelt. Die erste Schule ist die Jahmiya. Die Jahmiya, sie haben alle Namen und alle Eigenschaften Allahs verleugnet. Warum? Weil sie haben gesagt, wenn wir Allah einen Namen geben, dann vergleichen wir ihn mit uns selber. Aber wie ist das zu verstehen? Allah gibt sich selber Namen im Koran. Das heißt, sie haben offensichtlich den Vers Laysa kamithli shay falsch verstanden. Und sie haben alle Eigenschaften, haben sie von ihm losgesagt. Und in dieser Sache sind die Mu'tazila, die zweite Gruppe, mit ihnen dieselbe Meinung. Sie haben, die Mu'tazila haben alle Namen, haben Allah alle Namen gegeben, mit denen er sich beschreibt, haben jedoch alle Eigenschaften negiert. Denn sie haben gesagt, wenn wir sagen, Allah hört, dann vergleichen wir ihn mit uns. Wenn wir sagen, Allah sieht, dann vergleichen wir ihn mit uns. Wenn wir sagen, Allah lebt und wir leben, dann vergleichen wir ihn mit uns. Aber Allah ist nicht wie ein Mensch. Wenn wir sagen, Allah hat Wissen, wir vergleichen ihn mit uns. Allah ist nicht wie ein Mensch. Was haben diese beiden Gruppen verkehrt gemacht? Diese beiden Gruppen haben übertrieben in der Freihaltung Allahs von menschlichen Eigenschaften oder in der Freihaltung Allahs von Vergleich mit seiner Schöpfung. Sie haben übertrieben im Nefi, in der Negierung der Eigenschaften, sagen wir so, das ist der beste Ausdruck, in der Negierung der Eigenschaften haben sie übertrieben. Das heißt, sie haben Laysa kamithlihi shay genommen, nichts ist ihm gleich, und sie haben, wa huwa sami'ul basir, negiert. Sie haben aufgrund von Laysa kamithlihi shay, huwa sami'ul basir, er hört und er sieht, haben sie vergessen. Das ist ihr Fehler, sie haben hier übertrieben. In diesem Teil des Verses aus Sure Shura, Vers 11. Dann gab es eine andere Gruppe, die Mushabbiha. Die Mushabbiha, das ist jetzt die dritte Gruppe, sie haben gesagt, Allahs Hören ist wie unser Hören. Allahs Sehen ist wie unser Hören. Allah sagt im Koran, Hand, seine Hand ist wie unsere Hand, Fleisch und so weiter. A'udhu billah. Allah, sie haben alles so beschrieben, als wenn er ein Mensch ist. Sie haben ihn mit der Schöpfung verglichen. Wo haben sie den Fehler gemacht? Sie haben den Fehler gemacht, dass sie Laysa kamithlihi shay, nichts ist ihm gleich, vergessen haben, aber die Bestätigung der Eigenschaften festgesetzt haben. Allah sagt uns Sami und Basir, hört, seht, Hände, Augen und so weiter. Wir bestätigen das, wir glauben daran, aber sie haben vergessen, dass er nichts gleicht und dass er erhaben ist und über unserer Vorstellungskraft. Das heißt, in diesem Vers, Sure 42, Vers 11, haben die Jahmiyyah und die Mu'tazila übertrieben. In welchem Teil? Laysa kamithlihi shay. Und die Mushabbiha, die Allah gleichsetzt mit ihrer Schöpfung, die im Vergleich mit der Schöpfung, wo haben sie übertrieben? In der Festsetzung, in der Bestätigung der Eigenschaften. Das ist ihr Fehler. Und wir sehen bei fast allen Gruppen, die irgendwo irren gegangen sind, dass sie eine Übertreibung in eine Richtung haben. Dass sie eine Übertreibung in eine Richtung haben. Beispielsweise gab es eine Richtung, die haben, und die gibt es auch heute noch, die haben die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehasst, Ahlul Bayt gehasst. Und eine andere Gruppe, sie haben die Familie vom Propheten sallallahu alaihi wasallam göttliche Eigenschaften gegeben. Fehlerfrei, Wissen von allen Dingen, vom Verborgenen, vom Offenbaren. Sie kontrollieren, es steht in den Büchern der Rafida, dass die Imame, die 12 Imame, jedes Atom in der Schöpfung kontrollieren. Das heißt, die einen haben hier übertrieben und die anderen haben hier übertrieben. Und Ahlus-Sunnah wal-Jama'a ist in der Mitte. Hat nicht nur die einen Verse genommen und die anderen gelassen, sondern war in der Mitte. Und was sagt Allah im Koran? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Wir haben euch zu einer mittleren Umma gemacht. Und deswegen ist das Thema sehr wichtig, damit wir tiefgründiges Islamverständnis kriegen und zu denjenigen gehören, die dem Menhesch der Sahaba folgen, die dem Menhesch folgen, dem Weg folgen, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam gezeigt hat, dass wir zu denjenigen gehören, wo Allah im Koran sagt, die Muhajirun,
die vorausgehalten und die Ansar und diejenigen, die ihnen mit Ihsan folgen, dass wir zu ihnen gehören. Und die erste Grundlage ist, dass wir der richtigen Akida, der richtigen Glaubenslehre in dieser Sache folgen. Und das in jedem Kapitel. Und vor allen Dingen in dem Kapitel, wo Allah subhanahu wa ta'ala sich selber beschreibt. Und das muss eine Begierde sein. Von jedem. Und deswegen hoffe ich, dass jeder bei diesem Vergleich, den wir heute bringen, dass er sein Herz offen macht. Die Leute, das im Internet sehen und wirklich nach der Wahrheit sucht. Und nicht nur einfach sagt, ja, ich gehöre zu dieser Gruppe, ich gehöre zu dieser Gruppe, mein Opa und ach, in meinem Land sind doch so viele, die können doch nicht falsch liegen. Doch, so viele können falsch liegen. Denn Allah sagt im Koran zum Propheten sinngemäß, hättest du den meisten Menschen gefolgt, wärst du den meisten Menschen gefolgt, dann wärst du in die Irre gegangen. Und er sagt, wa aktharu nas la ya'lamun. Und die meisten Menschen wissen nicht. Und in Suratul Yusuf, die 12. Sure, sagt er, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Die meisten Menschen glauben nicht an Allah, ohne dass sie dabei mushrikun sind. Das heißt, es ist nicht eine Angelegenheit von mehr oder weniger, von Nationalität. Es ist eine Frage von Koran und Sunna nach richtigem Verständnis der Salaf. Das, wer sind die Salaf? Die Tabi'in. Die, das sind die Sahaba, wie wir eben gehört haben, Sure 9, Vers 100. Und diejenigen, die ihn mit Ihsan folgten, die ihn richtig folgten. Das heißt, diese drei Gruppen, Jahmiya, Mu'tazila, Mushabbiha, sind offensichtlich in die Irre gegangen. Vom ersten Blick, weil sie diesen Vers, Sure 42, Vers 11, komplett, beziehungsweise einen Teil davon, nicht richtig beachten. Jetzt kommen drei weitere Gruppen. Das eine sind die Asha'ira und die Maturidiyah. Sie haben übrigens große Unterschiede in einigen Teilen in der Aqida. Und es gab Gelehrte, wo der eine gesagt hat, die Maturidiyah sind falsch und der andere hat gesagt, die Asha'ira sind falsch. Heute haben sie sich sozusagen vereinigt, ja, auf einem Ding, also nicht vereinigt in der Glaubenslehre, aber sie tun so, als wenn es keine Unterschiede gibt. Aber in dieser Sache, Ar-Rahman und Al-Arsh Istawa, sie haben ungefähr dieselbe Herangehensweise. Darum geht es. Ja? Darum geht es. So, was haben die gemacht? Die Asha'ira und die Maturidiyah, sie haben verschiedene Eigenschaften von Allah bestätigt, wie zum Beispiel er hört, er sieht. Er weiß, er hat Wissen, er lebt und so weiter. Und wenn sie dann mit den Mu'tazila diskutiert haben, und es gab große Diskussionen darüber, es gab große Diskussionen, da haben die Mu'tazila gesagt, ihr vergleicht Allah mit der Schöpfung. Ihr sagt, Allah sieht. Ihr sagt, Allah hört. Ihr sagt, Allah lebt. Ihr sagt, Allah weiß. Allah hat Wissen. Allah lebt. Er hat diese Eigenschaft. Und daraufhin, was haben die Asha'ira und die Maturidiyah gesagt, vor allem die Asha'ira in dieser Zeit? Sie haben zu den Mu'tazila gesagt, ja, wir glauben, Allah lebt, aber leysa kamithli shay, nichts ist ihm gleich. Wir sagen, Allah hört, aber leysa kamithli shay, nichts ist ihm gleich. Wir sagen, Allah sieht, aber leysa kamithli shay, nichts ist ihm gleich. Wir sagen, Allah hat Wissen, aber leysa kamithli shay, nichts ist ihm gleich. Das heißt, sie haben in diesen Eigenschaften ganz deutlich beide Teile dieses Verses oder dieses Verses benutzt. Sie haben die Eigenschaften, mit denen Allah sich beschreibt, in diesem Fall bestätigt, und haben andere Eigenschaften, die Allah von sich hat, und haben zur selben Zeit negiert, dass Allah der Schöpfung gleicht. Dass sein Sehen so ist wie unser Sehen. Ja? Habt ihr das verstanden? Alhamdulillah. Jetzt, was haben sie mit den anderen Eigenschaften gemacht? Die anderen Eigenschaften, Sie nennen das Ta'wil, sie haben eine metaphorische Interpretation genommen. Sie haben eine metaphorische Interpretation genommen. Und ich gebe hier mal ein Beispiel über, hier ist der, ein Moment, und ich muss eins sofort von vornherein sagen, weil das ist etwas, was mich früher sehr verwirrt hat. Es gibt von den Asha'ira und von der Salafia, die Gruppe, die wir danach nennen, die Großes für den Islam geleistet haben. Okay? Das nur dazu.
Wir haben eben erwähnt, dass Imam, wir haben eben erwähnt den Hadith, wo der Prophet sallam sagt zu der Djerriya, zu der Sklaven, zu dem Sklavenmädchen: Ein Allah, wo ist Allah? Heutzutage, wenn du das zu den Aschariten sagen würdest, sie würden dich als Käfir bezeichnen. Sie sagen, du bist Käfir. Diesen Satz darf man nicht sagen, wo ist Allah? Wir sagen, wer hat die beste Rechtsleitung? Wer? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? Diese Frage. Dann, was war die Antwort? Nigeria hat gesagt, Fisseme. Wenn dich heute jemand fragen würde, wo ist Allah? Und du sagst, Fisseme, sie würden sofort zu dir sagen, du bist Käfir geworden. Weil du hast Allah einen Platz zugeordnet, du hast Allah mit der Schöpfung verglichen. Wir kommen gleich drauf zu. Dann sagen wir, wie kommt es, dass ihr den Propheten nicht zum Käfir macht? Und wie kommt es, also wir, die Salafia sagen darauf, wie kommt es, dass ihr den Propheten nicht zum Käfir macht? Und wie kommt es, dass ihr diese Djerriya nicht zum Käfir macht, zu Käfira macht? Dieses Mädchen, Sklavenmädchen, wie kommt das? Dann sagen sie, die haben was anderes damit gemeint. Subhanallah. Dann sagen die Salafia, wie kommt es, dass ihr bei denen sicher seid, dass sie etwas anderes gemeint haben, aber bei mir oder bei demjenigen, der mit ihm redet, seid ihr sicher, dass ich das wörtlich gemeint habe? Warum? Warum? Kann ich euch sagen, warum? Weil wenn ich zu euch sage, ich habe ein Mikrofon in der Hand, hat dann jemand, denkt dann jemand, ich habe einen Regenschirm in der Hand? Wenn ich sage, ich habe jetzt hier ein 2-Cent-Stück in der Hand. Ich habe das hier in der Tasche. Denkt jetzt jemand, ich habe einen Geldschein in der Hand? Wenn ich sage, ich greife in die Tasche und ich habe in meiner Tasche ein Handy und das Handy habe ich jetzt in der linken Hand. Denkst du dann, ich habe jetzt ein Fahrrad in der Hand? Nein, sondern du weißt, dass das, was man sagt, dass man das sagt, um die Leute recht zu lassen. Hier kann man nicht sagen, er meinte es nicht so. Man sagt nicht, er hat es vielleicht nicht so gemeint. Seine Worte sind eindeutig. Er hat gesagt, wenn Allah etwas erschaffen will, dann spricht er mit den folgenden Worten: sei. Ich habe es selber gehört. Ich habe es von ihm selber gehört. Er hatte einen Vortrag in Frankfurt gehalten. Dieses ist eindeutig Unglaube. Daran darf man nicht zweifeln. Und hier gibt es auch nichts zu deuten. Wenn jetzt jemand kommt, geehrte Geschwister, und sagt zu einem, du bist ein Esel. Und er sagt zu ihm, wie kannst du zu mir sagen, du bist ein Esel? Wenn er sagt, ich hab's doch aber nicht so gemeint. Ich wollte dich doch loben. Ein Esel arbeitet von morgens bis abends. Würde das jemand von uns akzeptieren? Würde er dann sagen, er hat das doch nicht so gemeint? So, jetzt gucken wir, welche Interpretation gibt es zum Beispiel hierfür. Als allererstes, heutzutage, diejenigen, die sich der Schule der Asharia zuschreiben, Maturidiya, sie sagen ja, der und der ist Käfir, beispielsweise. Sie sagen, der und der ist Käfir. Und dann, der eine sagt, als sie gesagt hat, Fisseme, da meinte sie nicht, Allah ist über den Himmel, sondern sie meinte damit, die Qibla bei der Dua ist im Himmel. Die Qibla bei der Dua ist im Himmel. Weil sie sagen, die Qibla der Dua, ja, wenn du die Hände zum Himmel hebst, ist der Himmel. Wir fragen als allererstes ganz ehrlich, wenn ich gefragt werden würde, wo ist Allah, und ich würde sagen, Fisseme über den Himmel, würde irgendjemand darunter verstehen, die Qibla von Allah ist über den Himmel? Würde das irgendjemand verstehen? Niemand würde das verstehen. Erste Sache. Dann die Qibla. Was heißt Qibla? Ja, es hat was auch mit Istiqbal zu tun. Ja? Istiqbal heißt, du begrüßt jemanden. Warum? Weil du diese Buchstaben Q, L, B, L, M,
weil du ihm gegenüber trittst. Das heißt, Qibla heißt, du wendest dich mit dem Körper dieser Sache zu, wie im Gebet. Aber hier wendest du dich, du legst dich nicht mit dem Rücken auf den Boden und der Himmel ist die Qibla. Zweite Sache, wo ist in der Sunna des Propheten überliefert worden, dass der Himmel die Qibla für die Dua ist? Dritte Sache, es ist verkehrt. Die Qibla für die Dua ist nicht der Himmel. Die Qibla für die Dua ist die Kaaba. Es ist Sunna und frage dieselben Leute, die das sagen, sich Richtung Kaaba zu wenden und Dua zu machen. Warum hat der Prophet sallam, beispielsweise, als er bei der Hajj zwischen Safa und Marwa dazwischen gegangen ist, warum hat er, wenn er auf Safa Dua gemacht hat, warum hat er sich Richtung Kaaba gewandt? Weil das die Qibla für die Dua ist. Ganz klar. Warum der Prophet in die Masjid al-Haram gegangen ist und hat die Kaaba gesehen, hat er seine Hände Richtung Kaaba gehoben. Warum hat er sich nicht umgedreht? Warum haben die Gefährten, als sie am Grab vom Propheten waren, warum haben sie sich dann von dem Grab umgedreht, mit dem Rücken zum Wurf, haben sich vom Grab umgedreht und Richtung Qibla, Richtung Kaaba, die Dua gemacht? Das heißt, die Kaaba ist immer die Qibla. Die Kaaba ist immer die Qibla. Das heißt, warum kommt er mit dieser Interpretation? Das heißt, die Interpretation ist verkehrt. Das heißt, sie haben hilflos nach irgendeiner Interpretation dafür gesucht. Dann die nächste Sache ist, dann kommt er mit der nächsten, warte einen Moment. Ja, die nächste Interpretation ist, dass sie damit sagen wollte, dass sie damit zeigen wollte, dass sie, hier, das steht hier, warte mal. Hier. ذلك لأن السماء قبلة الداعين، das haben wir gerade gesagt، كما أن الكعبة قبلة المصلين. أو، jetzt sagt er أو، also er ist sich nicht sicher، was ist die wirkliche Interpretation dafür؟ Sie haben Probleme mit diesem Vers. Ja, dann sagt er أو من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم فلما قالت في السماء علم أنها موحدة وليست عابدة الأوثان. Also, er sagt, um zu zeigen, sinngemäß, ja, dass sie, also vor denen waren die Leute, die die Götzen angebetet haben, ja. Und als sie gesagt hat, dem Himmel, wusste der Prophet sallam, dass sie nicht zu den, dass sie nicht zu den die, Menschen gehört, die die Götzen anbeten. Dann sagen wir, wie kann das sein? Ihr sagt jetzt, es ist Kufr, das zu sagen. Und der Prophet sallam wusste dadurch, dass sie jetzt eine Gläubige ist. Das heißt, die Interpretation hat Probleme. Die nächste Interpretation, die einige von Ashari und Maturidiya bringen, wenn du sie fragst, ist, sie sagen, der Prophet hat sie gefragt, aber sie war eine einfache Frau, die kein Wissen hatte. Subhanallah, ich frage dich, wenn du zu mir sagst, ich gehe jetzt mal nach Hause und bete das Kreuz an, sage ich dann, ja, du bist ein Gläubiger, weil du ein einfacher Mann bist? Das ist Schirk! Kann der Prophet also zu einer Frau sagen, die Verstand hat, und sie hat Verstand? Hier ist kein Zeichen, dass sie keinen Verstand hat. Ja, das ist richtig, weil sie eine einfache Frau ist. Das kann jeder verstehen, wenn es falsch wäre. Ja. Das dazu. Das nur zu dieser Interpretation. Auf den ersten Blick sagen wir, natürlich sind diese Interpretationen besser als die völlige Negierung. Aber es gibt ein großes Problem. Es gibt ein sehr großes Problem. Was ist dieses Problem? Dieses Problem ist, wir sehen und wir haben gerade ganz deutlich gesehen, dass Imam Nawawi, rahimullah, sich nicht sicher ist. Und er sagt selber, es gibt zwei Madhabs in dieser Sache. Er ist sich also nicht sicher, was es bedeutet. Und sie geben hier Interpretationen, wo wir ganz deutlich sagen können, dass diese Interpretationen falsch sind. Ganz klar. Erste Interpretation, Qibla, falsch. Zweite Interpretation, er wusste dadurch, dass sie keine Götzen anbeten, die auf Erden sind, falsch. Dritte Interpretation, was jetzt einige sagen, ich weiß nicht, ob Imam Nawawi das gesagt hat, ja, sie war eine einfache Frau, total falsch. Das können wir sagen. Wo liegt hier das Problem? Das Problem liegt hier, dass der Prophet sallam sagt, und es geht auch um Koranvers, das war jetzt nur ein Beispiel. Es geht auch um Koranvers, dass der Prophet sallam sagt, man kala fi Qurani birahi, wer über den Koran im Lichte seiner eigenen Meinung spricht, der interpretiert nach seiner Meinung,
der wird seinen Platz in der Hölle einnehmen. Man kala fi Qurani birahi, faqad akhtaha wa in asab. Wer über den Koran und nicht seine eigene Meinung redet, der liegt falsch, selbst wenn er richtig liegt. Man kala fi Qurani birahi, faqad kafar. Wer den Koran über seine eigene Meinung redet, hat Unglauben begangen. Allerdings sagen wir nicht, dass Imam Nawawi und andere Aschari-Gelehrten, dass sie ungläubig geworden sind. Aber weil wir sagen auch nicht, dass unbedingt jeder, der einen Fehler macht in diesem Bezug, in die Hölle geht. Beispielsweise sagt der Prophet sallam, ja, As-Sariku finar, der der stiehlt, ist im Feuer. As-Zaniu finar. Das heißt, die Strafe steht, aber Allah hat andere Kategorien, andere Prinzipien, hat andere Herangehensweisen, wie er dem Menschen vergibt. Vielleicht macht dieser Mensch eine gute Tat. Und Imam Nawawi, rahimullah, hat so viel Gutes für den Islam getan, alhamdulillah. Und andere Gelehrte. Ja? Aber in dieser Sache sagen wir, da haben sie nicht richtig gelegen. Oder da sagt die Salafia, haben sie nicht richtig gelegen. Und offensichtlich sieht es so aus. Jetzt die nächste Sache ist, und das ist auch eine wichtige Sache im Koran, in Sure 7, Vers 33, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minna wa ma batana wal-ithma wal-baghya bighayri haqq wa an taqulu ala Allahi wa an tushriku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Das heißt, Allah hat euch die Schändlichkeiten verboten, was offensichtlich ist, was nicht offensichtlich ist, und die Gewalt, ja, und die Sünde und die Gewalt ohne Recht, und dass ihr Allah etwas beigesellt, Schirk begeht, wo er keinen Beweis für herabgesandt hat, keine Vollmacht für herabgesandt hat. وَأَنْتَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Und nachdem er Schirk erwähnt, sagt er, dass ihr über Allah etwas sagt, was ihr nicht wisst. Das heißt, wenn du jetzt rangehst an die Verse und du interpretierst etwas, ohne einen Beweis zu haben, dass der Prophet es gesagt hat, das ist sehr gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Eine sehr große Drohung diesbezüglich. Jetzt als nächstes kommt die Salafia. Gruppe Salafia. Der Salafia wird oft, und die Anhänger werden Salafiyun genannt, oder nennen sich auch teilweise so. Diese Gruppe, der wird oft vorgeworfen, dass sie Gott mit ihrer Schöpfung vergleichen würde. Also, dass sie Mushabbiha wären. Ja, wir haben eben von Mushabbiha geredet. Dass sie Gott menschliche Eigenschaften geben und so weiter, dass sie Gott, dann wird dann so gestellt, ja, die sagen, der sitzt auf dem Thron. Ja, und dann stellt sich dann jeder im Kopf vor, da sitzt irgend so ein Typ, wie bei Gott sitzt auf dem Thron, wie so ein bei einer beim Fußballspiel oder so mit der Tüte Chips nebenan. Aber das ist eine Lüge, ist nicht so. Weil die Salafia glaubt nicht so. Das ist nicht die Glaubenslehre der Salafia. Sondern sie sagen ganz deutlich, dass Allah existiert hat, bevor es Raum gab. Dass Allah unabhängig ist von Raum und Zeit. Und sie sagen ganz deutlich, wir haben es mit einer vierdimensionalen Welt zu tun. Höhe, Breite, Länge und Zeit. Und sie sagen ganz deutlich, dass Allah unabhängig hiervon ist und dass alles, somit er sich selber beschreibt, Laysa kamithli shay. Nichts ist ihm gleich.